So, wir haben jetzt angefangen mit Pointillismus abstrakt und wir legen sozusagen die Grundfarben. Alle sind glücklich, auch wenn wir jetzt die dunkle Farben sehen, schwarz-weiß, heißt es nicht, dass wir nicht glücklich sind. So, die Grundfarben sind da. Jetzt geht's los mit Tröpfeln. So wird das 2 Tage weitergehen. Brauchen wir Millionen Tropfen, Millionen Steine. Die sollen aussehen wie die Perle. Das sieht erstmal düster aus, aber nach und nach wird es anders werden. Nicht wahr, Silvia? Das ist jetzt der Tag 1. Das sind, wie ich schon mal gesagt habe, Grundfarben. So sieht das jetzt aus. Und morgen, also am nächsten Tag, geht es weiter. Dann kommen die ganzen Feinheiten. So sehen die Bilder am nächsten Tag aufgestellt aus. Die werden am zweiten Tag, also heute, noch weiter bearbeitet. Die werden feiner gemacht. Kommt ja vielleicht noch ein oder andere Farbe rein. So, jetzt ist viel passiert. Man sieht schon Veränderungen in dem Bild. Auch die schwarz-weißen Bilder haben etwas Farbe bekommen. Elbisch Lachs. Braucht man nur noch ein paar Tropfen und die Bilder sind fast fertig.